Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich will euch heute eine Stäbchenbasis zeigen, wie man diese ohne Luftmaschenkette häkeln kann. Also normalerweise starten wir mit einer Luftmaschenkette und häkeln dann in der Rückreihe die Stäbchen. Und das machen wir dieses Mal alles in einem. Und ihr seht, der tolle Vorteil daran ist, es ist elastisch. Ihr habt diese Bananenform nicht. Und dadurch, dass wir das von vorne bis hinten in einem Durchzug machen, verrechnet ihr euch nicht oder es ist vielleicht nicht zu lang, nicht zu kurz. Und es ist auch ideal, um das später zu einer Runde zu schließen, weil die Stäbchen lassen sich natürlich viel, viel besser zu einer Runde schließen als eine Luftmaschenkette. Die Luftmaschenkette verdreht sich schnell. Okay, los geht's. Wir starten mit einem simplen Knoten, formen einen Ring, legen den langen Faden darunter und ziehen diesen durch und da kommt der Haken rein, also wie immer. Dann häkle ich als Start drei Luftmaschen, also Umschlag und durch die Masche ziehen, nochmal Umschlag, durchziehen, Umschlag, durchziehen, also drei Luftmaschen. Jetzt beginnt unsere Basis. Dazu einen Umschlag, als ob wir ein Stäbchen häkeln wollen würden. Und jetzt steche ich durch die erste Masche durch, Faden holen, durchziehen. Und damit die Basis wächst, müssen wir zuerst Faden holen und durch diese erste Lasche das durchziehen, damit wir erneut drei haben. So wächst das Ganze hier in die Höhe. Jetzt Umschlag und durch zwei und nochmal Umschlag und durch zwei. Und so haben wir das nächste Stäbchen gehäkelt. Und das ist eigentlich alles. Nochmal Umschlag. Jetzt steche ich mich hier vorne durch, achtet darauf, dass wir beide Maschenglieder mitnehmen, dass wir unter beide gehen. Faden holen, hochziehen. Jetzt haben wir diese drei Laschen auf dem Haken, Faden holen, durch die erste durchziehen und achtet mal darauf, ihr könnt auch, warte mal, ich gehe nochmal zurück, ihr könntet auch hier gucken, dass das Ganze locker bleibt, also nicht zu fest machen und auch hier locker durch das erste durchziehen, so ist unsere Basis gewachsen und die anderen drei häkeln wir jetzt, als ob es ein normales Stäbchen wäre, also durch zwei und durch zwei. Nochmal, Umschlag, hier drunter unter beide, Faden hochholen, locker bleiben, Faden durch die erste Lasche ziehen und dann durch zwei und durch zwei. So, das ist die Basis. So funktioniert sie, so wächst sie. Perfekt, einfach. Ja, und weiterhin viel Spaß beim Häkeln. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!